Herzlich willkommen zum Point of Skin München TV-Programm. Mein Name ist Maria Tange und ich bin Inhaberin vom Point of Skin Kosmetik Institut und autorisierte Kosmetikerin mit weiteren wichtigen Ausbildungen zur Hautspezialistin. In dem heutigen Programm werde ich das Thema die 10 Fragen, die Kosmetikverbraucher fragen sollten, aber nicht wissen, dass Sie diese Fragen stellen sollten, behandeln. Der 4. Frage, die Verbraucher, die Produkte kaufen möchten, also Kosmetik kaufen möchten, stellen sollten, aber es vermutlich nicht tun werden, weil sie ja nicht wissen, welche Frage sie stellen sollen. Ich benutze Hautpflege, die Parfumstoffe beinhaltet. Parfumstoffe, oft auch als Fragrans, Duftstoffe deklariert, stellen Haptene, also halbantigene Stoffe, dar, genauso wie Konservierungsstoffe, die sich auf der Haut mit niedermolekularen Molekülen zum Vollantigen entwickeln. Vollantigene können nicht gesund sein auf unserer Haut. Und das Schlimme dabei ist, während der gesamten Zeit, wo sie das auftragen, oft viele Monate, Jahre, verhält es sich auf der Haut klinisch stumm und sie denken, es ist alles zum Besten mit meiner Haut. Aber am Schluss endet es oftmals mit einer Allergie und während der gesamten Laufzeit, der Sensibilisierung genannt, ist der Körper in Unruhe und die Immunabwehr geschwächt.